Einige Verarbeitungsmethoden zeigen wir Ihnen im folgenden Film. Leise rieselt das unscheinbare Ausgangsmaterial der meisten Kunststoffgegenstände, das sogenannte Granulat. Gekörnt oder als Pulver, farblos oder knallig eingefärbt, kommt es in die weitere Verarbeitung. So vielfältig wie die Palette der fertigen Kunststoffprodukte sind auch die Methoden ihrer Herstellung. Hier, beim sogenannten Kalandrieren, entstehen dicke Folien. Beheizte Walzen nehmen das Kunststoffpulver regelrecht in die Mangel. Das erhitzte Granulat wird auf diese Weise gut durchmischt und allmählich zu einer plastischen Masse verschmolzen. Der entstandene Kunststoffteig lässt sich nun auf die gewünschte Dicke auswalzen, kühlen und aufwickeln. Kompliziertere Teile entstehen beim sogenannten Spritzgießen. Eine Spritzgussmaschine ist durchaus mit einem erwärmten Fleischwolf vergleichbar. Der schmilzt und verdichtet das Granulat zu einer Flüssigkeit, um es dann in die gewünschte Form zu drücken. Das Formwerkzeug ist gekühlt, der Kunststoff erstarrt, Produkte im Sekundentakt. Moderne Maschinen erledigen, was an Nacharbeit bleibt, direkt in einem Arbeitsgang. Dünne Folien werden nicht gewalzt, sondern geblasen. Hier wird der zähflüssige Kunststoff durch eine Ringdüse gepresst. Es entsteht ein weicher Schlauch, der sich mit Druckluft aufblasen lässt. Durch Zug wird der Schlauch gestreckt und zugleich durch die eingeblasene Luft gedehnt. Die langen Fadenmoleküle des Polymers richten sich dabei aus. Die dünne Haut gewinnt dadurch an Reißfestigkeit. Die fertige Folie wird auf Rollen gespult und aufgeschnitten. Dieses Folienblasverfahren liefert vor allem Verpackungsmaterial. Auch bei der Herstellung von Hohlkörpern wie Kanistern und Flaschen erhält das zähflüssige Plastikmaterial seine Form durch Druckluft. Sie presst die weiche Masse an die Wände der Werkzeugform. Mit dem Verfahren lassen sich hohe Stückzahlen erzielen, wenn auch auf Kosten der Präzision. Kunststoffhohlkörper mit besonders gleichmäßiger und genau bestimmter Wandstärke bedürfen dagegen eines etwas umständlicheren Verfahrens. Granulatgefüllte Gusskugeln werden in eine komplizierte Bewegung versetzt, sodass sich das Pulver gleichmäßig an den Wänden verteilt. Dann wird die ganze Apparatur in einen Ofen gefahren und auf die Schmelztemperatur des Kunststoffs erhitzt. Jetzt noch eine kühle Dusche und fertig ist die Präzisionsplastik aus dem Rotationsformen. Große Gebrauchsgegenstände aus Plastik werden häufig aus einer Platte geformt. Wieder wird das Material zunächst erhitzt, dann durch Pressluft vorgedehnt und über eine Positivform gezogen. Beim Absaugen der Luft schließlich zeichnet der weiche Kunststoff exakt die Konturen der Form nach. Das Ergebnis? Massenprodukte für unsere schöne neue Kunststoffwelt. Tja, aber wir sagten schon, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Und so sind eine Menge Kunststoffe entwickelt worden, die alle etwas unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Vielleicht der absolut harmloseste ist der Kunststoff, der auf diesem Molekül hier aufbaut. Und zwar auf 2 Kohlenstoff- und 4 Wasserstoffatomen. Es ist, wie gesagt, das Ethylen. Normalerweise ist es gasförmig. Durch Polymerisation aber entsteht, wie gesagt, der Kunststoff. Und der heißt denn, ausgehend vom Ethylen, Polyethylen, vielfach Ethylen, abgekürzt PE. Ich sage Ihnen das, weil das manchmal schon auf den Kunststoffen draufsteht.
Diesen Kunststoff kann man ohne weiteres verbrennen. Dabei entstehen fast keine Schadstoffe, jedenfalls weniger als bei der Holzverbrennung. Die Ursache ist einfach und ich meine, ein Chemiker, der sieht das auch sofort, denn es verbrennen nur der Kohlenstoff und der Wasserstoff. Übrig bleibt Kohlendioxid und Wasser. Basta. Polyethylen ist deshalb ein umweltfreundlicher Kunststoff, gegen den nichts einzuwenden ist. Auch nicht vom energetischen Standpunkt aus. Ethylen ist früher bei der Erdölverarbeitung nutzlos als Gas abgefackelt worden. Außerdem ist Polyethylen garantiert ungiftig und gegen Säuren und Basen beständig. Aus Polyethylen werden Folien, Schläuche, Flaschen, Kosmetikbehälter und so weiter hergestellt. Polyethylen ist in einfacher Form allerdings mit einem kleinen Nachteil verbunden. Und zwar, es hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt. Der liegt so etwa bei 80 Grad Celsius. Dann beginnt es aufzuweichen. Das heißt, kochendes Wasser geht ihm bereits an den Kragen. In letzter Zeit hat man allerdings durch physikalische Behandlung der Polymerisation neue, höchst intelligente, würde ich sagen, Polyethylene entwickelt, die hohe Temperaturen aushalten. Hier im flüssigen Zinnbad bei über 260 Grad Celsius. Zusätzlich haben sie eine sehr hohe Zugfestigkeit, die teilweise höher liegt als Stahl. Nun, diesen Hightech-Kunststoffen werden wir bald auch mal eine eigene Wissenschaftsshow widmen. Sie stehen am Anfang der Entwicklung und haben sicherlich eine große Zukunft. Mit großen Chancen, meine ich, für unsere Wirtschaft. Bereits seit 30 Jahren ist ein weiterer unproblematischer Kunststoff mit Namen Polypropylen verfügbar. Er besteht wie Polyethylen aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Allerdings steht hier anstelle eines Wasserstoffatoms ein weiteres Kohlenstoffatom mit drei angehängten Wasserstoffatomen. Auch dieser Baustein hier lässt sich sehr gut zu langen Ketten verknüpfen, also polymerisieren. Polypropylen hält wesentlich höhere Temperaturen aus, mindestens 110 Grad Celsius und besitzt höhere Festigkeiten als normales Polyethylen. Ansonsten ist es genauso umweltfreundlich. Polypropylen, abgekürzt PP, findet man vielfach im Haushalt. Schüsseln sind daraus hergestellt, aber auch Geschirr, Bestecke und so weiter. Und vielleicht ist auch noch erwähnenswert die Tatsache, dass nicht nur das Polymer des Polyethylens und des Polypropylens völlig ungiftig ist, sondern auch das Monomer, das heißt der Einzelbaustein. Ethylengas strömen beispielsweise reife Äpfel aus, aber auch Bananen. Auch diese Tatsache spielt in der Beurteilung eines Kunststoffs eine wichtige Rolle. Halten wir also zunächst mal fest, Polyethylen und Polypropylen sind völlig unproblematisch. Der nächste Stoff ist das unseres Erachtens auch, und zwar ist das Acrylglas. Der Grundbaustein des Acrylglases, der besteht auch aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen und zusätzlich kommt noch ein, ich würde sagen, völlig unverdächtiger Stoff hinzu, nämlich Sauerstoff. Das Acrylglas ist also auch umweltfreundlich. Es kann ohne Bedenken verbrannt werden. Nun, unbedenklich ist eine weitere Kunststoffgruppe mit Namen Polycarbonat. Auch diese besteht im Grundbaustein aus Kohlenstoff und Wasserstoff sowie Sauerstoffatomen. Robert Müller. Ja, man sieht hier die Atome. Hier ist es der Kohlenstoff, der Wasserstoff und hier der Sauerstoff. Es fällt aber direkt auf, dass der räumliche Aufbau anders ist. Wir haben nämlich hier den Kohlenstoff zu Ringen angeordnet. Das ist der entscheidende Unterschied. Diese Ringe bilden dann untereinander auch wieder die langen Fadenmoleküle, die wir schon kennen. Polycarbonate sind enorm schlagzäh und deshalb wurden sie schon sehr früh zum Beispiel zu Schutzhelmen verarbeitet. Sie sind also enorm belastungsfähig, man sieht keinerlei Spuren. Im Prinzip ist dieser Kunststoff durchsichtig, er wird nur meistens eingefärbt. Seine hervorragenden optischen Eigenschaften machten jedoch erst eines der neuesten Produkte der Hi-Fi-Industrie möglich, nämlich die berühmte CD. Ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der Kunststoffe ist Teflon, womit zum Beispiel Bratpfannen ausgekleidet werden. Das Material, das muss ja immer als Alibi für die Raumfahrt hinhalten, völlig fälschlicherweise, denn Teflon ist schon lange vorher bekannt gewesen.
Der chemische Aufbau des Einzelbausteins ist wirklich ganz einfach. Das ist das Ethylenmolekül und nun nehme ich hier die Wasserstoffatome weg und füge anstelle dessen hier Fluoratome hinzu. Fluor an sich ist äußerst giftig, aber in der Verbindung mit Kohlenstoff verliert sich dieser Effekt. Wie wir wissen, ist Teflon sehr hitzebeständig und besitzt äußerst gute Gleiteigenschaften. Daher verwendet man es ja auch zur Pfannenbeschichtung. Auf einer Teflonfläche könnte man sogar Schlittschuh laufen. Trotzdem, ganz unproblematisch ist Teflon nicht, wenn es zu hoch, also etwa über 300 Grad Celsius erhitzt wird, dann zerfallen diese Monomere und die Kohlenstoffbindung, die löst sich und die Fluorverbindungen werden frei und die sind äußerst giftig. Und deshalb sind die Teflonpfannen ja auch ins Gerede gekommen und man sollte daher niemals ein derart beschichtetes Kochgeschirr ohne Inhalt auf den Herd stellen. Wenn es voll ist, dann bestehen keine Bedenken. Nun, das waren nur wenige Beispiele für durchaus in Grenzen sinnvolle und auch ökologisch akzeptable Kunststoffe. Dieses gilt unseres Erachtens nicht für den wohl am häufigsten verwendeten Kunststoff, den PVC. PVC heißt Polyvinylchlorid. Nun, das Vinyl ist in der Chemikersprache dieses Molekül. Und zwar ähnelt das sehr dem Ethylen. Es fehlt hier nur ein Wasserstoffatom. Und anstelle von diesem Wasserstoffatom wird hier ein Chloratom angekoppelt. Und dann entsteht der Einzelbaustein, das Monomer Vinylchlorid. Auch hierbei lassen sich die Einzelbausteine wieder zu langen Ketten zusammenfügen und es entsteht das Polyvinylchlorid. Welche Bedenken lassen sich aus diesem zunächst harmlos anmutenden Stoff denn ableiten? Wir wollen das jetzt versuchen, Ihnen sozusagen im Teamwork plausibel zu machen. Beraten hat uns dabei Dr. Dieter Wundram. Er ist ein großer Fachmann auf dem Gebiet der Chemie. Schon das Ausgangsmaterial für diesen Kohlenstoff, das Vinylchlorid, ist von bemerkenswerter Giftigkeit. 1972 schon wurden Fälle einer sogenannten VC-Krankheit festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, die durch einen seltenen Leberkrebs gekennzeichnet ist und besonders gemein dadurch, dass die Knochen in den Fingerspitzen verschwinden. Aber das waren, glaube ich, damals Arbeiter in einer PVC-Fabrik. In der Tat. Allerdings muss man auch sich daran erinnern, dass Fertigteile aus PVC nicht unbedenklich waren, weil aus diesen auch während des Gebrauchs immer noch ein gewisser Teil an monomerem Vinylchlorid ausströmte. Also auch zu Hause, wenn ich da PVC beispielsweise verwende. Auch zu Hause. Allerdings müssen wir fairerweise heute zugeben, dass die Industrie dieses Problem heute durchaus im Griff hat. Und wie hoch sind denn heute noch so die Mengen, die da ausströmen können? Denn ganz wird es wahrscheinlich nicht abgestellt sein. Ganz ist es nicht abgestellt. Die Grenze ist festgelegt zurzeit auf 1 ppm Vinylchlorid. Die Industrie ist aber heute in der Lage, die Grenze noch tausendmal niedriger zu legen. Vielleicht sollten wir noch kurz unseren Zuschauern sagen, was 1 ppm ist. 1 ppm heißt 1 Part pro Million oder 1 Gramm auf eine Tonne. Ja, das ist aber trotzdem noch immer genug. Das ist immer noch genug, denn Vinylchlorid gehört zu den eindeutig krebsauslösenden Stoffen. Und zu diesen Stoffen kann man keine Mindestmenge angeben, wie schon vor einigen Jahren der Professor Rudolf Preußmann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg gesagt hat. Und das schauen wir uns dann mal kurz an. Wir wissen, dass sich selbst kleinste Mengen solcher krebserzeugenden Stoffe in ihrer Wirkung addieren und summieren können und dass deshalb alles unternommen werden muss, um die Belastung des menschlichen Organismus mit krebserzeugenden Stoffen aus der Umwelt so gering als möglich zu halten. Nun, die Vertreter der deutschen Industrie, mit denen wir gesprochen haben, behaupten, sie hätten das Problem heute voll im Griff. Und so ist es ihnen auch gelungen, dem Verbot von Polyvinylchlorid zu entgehen. Aber wer sagt uns, dass es im Ausland genauso ist? Polyvinylchlorid ist ein Stoff, der überall auf der Welt hergestellt wird, auch in Dritte Weltländer. Und er wird auch angeboten in allen möglichen Formen, vor allen Dingen in granulierter Form und allen Farben. Auf dem Spotmarkt wird er gehandelt wie Baumwolle, Weizen, Erdöl, Metalle und so weiter.
Vor allem aber werden auch viele PVC-Fertigprodukte importiert. Und da kann mir keiner erzählen, dass die alle speziell auf das giftige Vinylchlorid, auf diese Restmengen kontrolliert werden. Aber selbst wenn wir mal annehmen, in dieser Hinsicht wäre alles in Ordnung, dann gibt es noch weitere schwergewichtige Argumente gegen diesen Kunststoff. Ja, es ist nämlich so, dass ein typisches PVC-Produkt nur etwa zur Hälfte wirklich aus PVC besteht. Der Rest sind völlig andere Stoffe. Da sind zum Beispiel Brandschutzmittel oder da sind Stoffe drin, die dafür sorgen, dass das Material wärmestabil ist, sogenannte Stabilisatoren. Dafür werden meistens Schwermetalle verwendet, wie etwa Blei oder Cadmium oder andere Umweltgifte. Den größten Batzen machen allerdings sogenannte Weichmacher aus. Das PVC ist nämlich eigentlich hart und spröde und die Weichmacher sorgen dafür, dass das Material biegsam und verformbar wird. Einerseits werden also so die Anwendungsmöglichkeiten von PVC durch Weichmacher erheblich erweitert. Andererseits ist es aber leider so, dass gerade diese Stoffe, die Weichmacher, alles andere als gesundheitlich unbedenklich sind. Zum Beispiel der am häufigsten verwendete Weichmacher mit dem Kürzel DEHP ist nach dieser neueren Studie aus den USA, im Tierversuch zumindest, krebserzeugend. Er schädigt die Keimdrüsen und ruft Missbildungen hervor. Ob diese Versuchsergebnisse allerdings auch auf den Menschen übertragbar sind, darüber streiten sich die Experten zurzeit noch. Die amerikanischen Wissenschaftler allerdings sind der Überzeugung, dass DEHP möglicherweise als krebserzeugend auch für den Menschen eingestuft werden muss. Ihre Kollegen vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg dagegen meinen, dass die Ergebnisse aus den Tierversuchen nicht übertragbar wären auf den Menschen. Mag sein, dass alles nur eine Frage der Dosis ist. Aber selbst wenn es so wäre, dass bei normalem Umgang mit weichmacherhaltigen PVC-Produkten keine gesundheitlichen Bedenken bestünden, dann gibt es doch zumindest Risikogruppen. Eine Risikogruppe sind Unfallopfer, die ihre unter Umständen lebensrettende Bluttransfusion über weichmacherhaltige PVC-Schläuche und aus PVC-Blutbeuteln bekommen. Weichmacher im Blut solcher Patienten konnte nachgewiesen werden. Eine weitere Risikogruppe sind Dialysepatienten. Auch bei ihnen erfolgt die wöchentliche Blutwäsche über weichmacherhaltige PVC-Schläuche und Behälter. Untersuchungen haben gezeigt, dass erhebliche Mengen des Weichmachers DEHP bei solch einer Dialyse in den Kreislauf übertreten. Auch zu nennen sind Frühgeburten, die in den ersten Tagen oder Wochen über PVC-haltige Schläuche künstlich beatmet werden müssen. Erst kürzlich ist es in der Kölner Universitätskinderklinik zu bedenklichen Vorfällen bei solchen Frühgeburten gekommen. Unsere Kollegen von der Sendung Zack, die uns freundlicherweise auch dieses Filmmaterial zur Verfügung gestellt haben, haben mit dem Chef der Kölner Klinik, Professor Erich Glattke, darüber gesprochen. Wir haben im Kondenswasser aus den Beatmungsschläuchen Trübungen gefunden, die eigentlich nicht hereingehören bei beatmeten, intensiv behandelten Kindern und fanden gleichzeitig, dass diese Kinder schlecht von der Beatmung abzubekommen waren, dass sie dann röntgenologische Veränderungen zeigten, also auf dem Röntgenbild, die das erklärten, haben dann dieses Kondenswasser und später auch die Schläuche, diese Beatmungsschläuche, untersuchen lassen und fanden, dass da Konzentrationen von diesem Weichmacher, DEHP, herin waren, die offenbar schuld waren. Schuld an was? Daran, dass einmal die Trübung in der Kondenswasserflüssigkeit war, das ist normalerweise klar. Und zweitens, dass möglicherweise die Kinder Schäden genommen hatten, dass die Kinder schlecht von der Beatmung abkamen. Rechts das Röntgenbild eines gesunden Kindes, an der schwarzen Farbe deutlich erkennbar die gesunde Lunge. Links eines der Babys, das mit DEHP-haltigen Schläuchen beatmet wurde. Das Röntgenbild zeigt eine bislang in der medizinischen Literatur nicht beschriebene Veränderung der Lunge. DEHP wurde auch im Lungengewebe und im Urin nachgewiesen. Die Konsequenz? Plastik mit diesem Weichmacher gehört nicht in die klinische Medizin. Tja, liebe Zuschauer, wenn Sie mich fragen, wenn auch nur geringste Bedenken bestehen, vor allem weil es ja durchaus schon Ersatz gibt, dann sollte man sich im Zweifel für die menschliche Gesundheit entscheiden. Das gilt ganz besonders für diese Art
von Kinderspielzeugen hier. Ich würde sagen, die laden geradezu ein, sie in den Mund zu stecken. Schauen Sie sich einmal hier diesen Radiergummi an, der ist sogar eingepackt und im Grunde genommen schmeckt er auch genauso, als wenn es ein Bonbon wäre. Ich würde sagen, wohl bekommt's. Nicht nur, dass durch den Speichel der Weichmacher stärker austritt, sondern dass beim Schlucken akute Gefahr besteht. Das kann ich Ihnen hier mal zeigen. Die Magensäure, das ist ja zunächst weich, die ist in der Lage, den Weichmacher im Nu herauszulösen. Und die Folge, die Substanz wird wie hier fest und steif und das kann natürlich innere Verletzungen hervorrufen. Genauso gefährlich ist diese Art von Knetgummi aus PVC. Da stehen zwar hinten Warnhinweise drauf, aber welches Kind hält sich schon daran? Hinzu kommt noch, dass bedenkliche fluoreszierende Farbstoffe da drin sind. Nun, außer den Weichmachern, liebe Zuschauer, diesem Weichmacher DEHP, gibt es noch andere, die zunächst als weniger bedenklich galten. Dazu hat Robert Müller aber einen interessanten Hinweis gefunden. Es begann mit einem rätselhaften Pflanzensterben im Nationalen Institut für Gemüseforschung in England. Dort wurde mit PVC-Folien experimentiert, die junge Gemüsepflanzen schützen sollten. Die Pflanzen verkümmerten aber und starben ab. Das Gleiche passierte in den Gewächshäusern des Instituts, wo Ranggerüste aus dem gleichen Kunststoff aufgestellt waren. Man fand heraus, dass dafür ein bestimmter Weichmacher verantwortlich ist, nämlich das DBP. Ein Zusatz, der auch bei uns am zweithäufigsten verwendet wird. Auf den Experimentierfotos hier sieht man, dass Pflanzen, die dem DBP ausgesetzt waren, verkümmert. Das sind die linken Pflanzen, rechts zur Kontrolle, ohne DBP. Schon in den 50er Jahren hatten amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass ein kleines Stück PVC mit diesem Weichmacher einen Goldfisch in einem Aquarium innerhalb einer Stunde umbringt. Damit scheint festzustehen, dass DBP giftig, zumindest auf bestimmte Pflanzen und Fische wirkt. Tja, dass die chemische Industrie dieses Ergebnis offiziell nicht zur Kenntnis nahm, das ist wohl verständlich. Dass aber auch die Gegner dieses umstrittenen PVC-Kunststoffs es bisher nicht erfuhren, das ist wiederum erstaunlich. Auch das Bundesgesundheitsamt und sogar das Umweltbundesamt kannten die Forschungsergebnisse nicht, als wir sie damit konfrontierten. Obwohl gerade Letzteres durchaus eine respektable Arbeit zu diesem Thema vorgelegt hat. Hauptergebnis, PVC ist gefährlich und sollte zumindest im Verpackungsbereich durch andere Kunststoffe ersetzt werden. Nicht nur wegen der Weichmacher. Aber, liebe Zuschauer, seien wir mal gnädig. Gehen wir mal davon aus, dass wir alle bereit wären, die bisher angesprochenen Risiken zu akzeptieren. Ja, und dann bleiben immer noch erhebliche Vorbehalte. Die Anhänger des PVCs führen immer ins Feld, dass es der Kunststoff mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis sei, wie man so schön sagt. Stimmt das, Dieter Wundram? PVC ist tatsächlich der billigste Kunststoff. Er kostet ungefähr 1,50 Mark das Kilogramm. Aber wir dürfen auch die Folgekosten nicht vergessen. Und auch die Entsorgungsprobleme fallen bei PVC ganz erheblich ins Gewicht, wie wir gleich noch zeigen. Das haben wir einigen Vertretern der Industrie vorgehalten. Die meinten dazu aber nur, das geht uns nichts an, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist Sache der Kommunen. Also wieder einmal ein Beispiel dafür, wie die Kosten der Entsorgung der Allgemeinheit aufgebürdet werden, also uns allen. Die riesigen PVC-Mengen werden zu 70% einfach in Deponien gelagert. Und da ruhen die nicht einfach nur so, sondern sie belasten Wasser, Luft und Boden. Nämlich, erstens gelangen die biologisch gefährlichen Weichmacher mit den Sickerwässern in das Grundwasser. Zweitens zersetzt sich das PVC und bildet ätzendes Salzsäuregas. Dadurch wird eine unkontrollierbare Chemie in der Deponie unterstützt, die dann mit gefährlicher Gasbildung unsere Umwelt belastet. Und zu guter Letzt, oder eigentlich zu schlechter Letzt, werden die giftigen Schwermetalle Cadmium und Blei aus PVC in Freiheit gesetzt. Auch in der Müllverbrennung kommt uns das PVC teuer zu stehen. Obwohl es nur 1% des gesamten Hausmüllaufkommens ausmacht, liefert es doch die Hälfte des gesamten Salzsäureanteils in den Verbrennungsanlagen. Das bedeutet, dass die Öfen entsprechend widerstandsfähiger und damit teurer sein müssen. Die Salzsäure kann man nun nicht einfach durch den Schlot ins Freie entweichen lassen, da wird sie ja unsere Umwelt total verätzen. Sie muss also rausgewaschen und neutralisiert werden.
Und dabei entstehen wieder riesige Berge von Salz. Und zwar so viel, wie wir vorher an PVC hineingetan haben. Und wohin mit dem Salz? Ja, das frage ich mich auch. Aber stimmt es tatsächlich, dass genauso viel wie PVC verbrannt wird, Salz entsteht? Also eine Tonne PVC, eine Tonne Salz? Ja, das stimmt. Das ist eine einfache chemische Rechenaufgabe. Das müssen ja ungeheure Mengen sein. Stimmt. Aber da war doch noch so irgendetwas. Die Sache mit dem Dioxin? Ja. Ja, niemand bestreitet, dass zumindest aus einigen Verbrennungsanlagen Dioxin herauskommt. Aber die Industrie will da natürlich keinen Zusammenhang mit dem PVC erblicken. Und dabei hat sie vordergründig noch nicht einmal so Unrecht. Denn es stimmt, dass zumindest reines PVC kein Dioxin bildet. Aber in Verbindung mit anderen Stoffen zum Beispiel ist das schon möglich. Ja, vielleicht können wir das mal hier unseren Zuschauern hier zeigen. Das hier, das ist dieses giftige Dioxin. Dieses Seveso-Gift. Das ist das Seveso-Dioxin, das durch diese Ringe besonders gekennzeichnet ist. Also diese Benzol-Ringe. Durch diese benzolartigen Ringe, an denen an den Enden so symmetrisch Chloratome angebracht sind. Diese roten. Ja. Und wo kommt jetzt das Chlor her? Das Chlor kommt aus dem Vinylchlorid. Das haben wir hier. Sie sehen hier das Vinylchlorid. Sie kennen es bestimmt wieder. Ja, aber dann fehlen noch die Ringe. Wo kommen die her? Die kommen zum Beispiel ganz einfach aus dem Weichmacher, der ja im PVC direkt dabei ist. Also, ganz klar, über den Weichmacher und dem Vinylchlorid kommt es zur Bildung von Dioxin. Das ist durchaus möglich. Tja, aber die PVC-Produzenten halten dagegen, dass man bei optimaler Verbrennungstemperatur diese Dioxinbildung verhindern könnte. Das ist richtig, aber dann brauchen wir wieder teurere Verbrennungsanlagen. Ja, und wer bezahlt das, liebe Zuschauer? Wir, die Bürger. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch das Argument mit dem billigen PVC aufrechterhalten kann. Es kommt eben darauf an, was man alles hinzurechnet. Und ich meine, eine Gesamtkostenrechnung tut Not. Auch die Rechnung für unsere Enkel müssen wir da irgendwo mit einbeziehen. Nun, Dieter Wundram, sollen wir denn jetzt dieses PVC generell als Teufelszeug brandmarken und es vielleicht sogar gesetzlich verbieten? Nun, das ist sicherlich nicht notwendig. So schlimm wird es schon nicht sein. Man muss auch nicht immer gleich so dogmatisch reagieren. Es würde sicherlich schon reichen, wenn es endlich eine Kennzeichnungsvorschrift für PVC gäbe. Dann könnten nämlich die Verbraucher selbst entscheiden, ob sie sich das PVC noch leisten wollen, zumal es ja heute überall durch umweltfreundlichere Kunststoffe ersetzt werden kann. Ja, und vielleicht geht die Industrie da mit gutem Beispiel voran und kennzeichnet freiwillig. Im Übrigen sind bereits etliche Chemiefirmen völlig vom PVC abgekommen. Und einige sind auch schon im Begriff umzustellen. Die Tendenz geht jedenfalls immer weiter weg vom PVC. Damit Sie, liebe Zuschauer, nur noch mithelfen können, möchten wir Ihnen ein Serviceangebot machen. Und zwar hat die Zeitschrift Ökotest Ende vorigen Jahres eine ausführliche Liste erstellt, in der PVC-verpackte Markenwaren aufgeführt sind. Vom Erfrischungsgetränk über Milchprodukte, Backwaren, Süßwaren, Obst bis hin zu Kosmetika, Seifen, Lotionen und so weiter. Ökotest hat uns nun freundlicherweise erlaubt, diese Liste zu kopieren und sie Ihnen auf Wunsch zuzusenden. Vorausgesetzt, aber das kennen Sie ja schon, Sie senden uns einen an sich selbst adressierten und mit 80 Pfennig frankierten Rückumschlag zu und schreiben Sie bitte Drucksache drauf, denn diese Liste ist etwas schwerer als 20 Gramm. Sie sehen jetzt unsere Adresse eingeblendet. Einiges finden Sie auch im Videotext, wenn Sie einen Videotextdecoder haben, und zwar auf Seite 360. Ich meine, ein Umdenken wäre generell im Interesse auch der Industrie. Der PVC-Schatten lastet sonst auf allen Kunststoffen, die das gar nicht verdient haben. Denn gerade heute wird leicht alles in einen Topf geworfen. Mit unserer Sendung wollten wir versuchen, das ein wenig zu verhindern. So, das war's für heute. Die nächste Wissenschaftsshow, die sehen Sie am Mittwoch, den 20. April. Und zwar ist dort unser Thema zwei Hälften, ein Ganzes. Es geht um moderne Gehirnforschung. Bis dahin, auf Wiedersehen.